Ja, das Spiel ist vorbei und im Bestfall haben wir gewonnen. Wenn nicht, heißt es in der Vorrunde, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und daher werden in den ersten 30 Minuten nach Abpfiff renne ich schon wieder durch die Kabine, habe Pasta mit Tomatensauce neben der Dusche gekocht und einen Mandelmilch-Hafer-Bananenshake für die, die keine Pasta essen wollen oder können, im Angebot. Gehe wirklich zu den Spielern, biete es an, sodass sie sich eben die schnelle Kohlenhydrataufnahme, um die Speicher zu füllen, direkt wieder nehmen können. Das nennt man Open-Window-Effekt. Viele Sportler kennen das. Und dann geht es weiter, zusammenpacken, rein in den Bus, gegebenenfalls ab in den Flieger und dann in unserem Team Basecamp gibt es ein weiteres Buffet, teilweise 3 Uhr, 4 Uhr früh, je nachdem, wie weit die Strecken sind, die man zurücklegen muss. Dort gibt es nochmal einen eher proteinreichen Nachtdinner, Late-Night-Dinner, so wie ich es nenne. Das kann auch mal Chili con Carne sein, das können eben kleine Steaks sein oder auch mal was Gegrilltes und dazu immer auch wieder etwas Kohlenhydrate, aber basiert eher mehr auf Proteinen, um die Regeneration anzuregen über Nacht. Da kann jeder nochmal zugreifen. Einige gehen direkt ins Bett, die sehe ich dann morgens eher beim Frühstück wieder.